Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Arbeitskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sehen also auch, die Idee ist, dass wir hier wirklich miteinander ins Gespräch kommen und jetzt vertieft in ein Thema einsteigen. Hier geht es um die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, ein Thema, über das wir jetzt in den letzten 24 Stunden noch nicht so intensiv gesprochen haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute jetzt die Zeit dafür haben. Mein Name ist Bastian Hermeston, ich leite das EU-Nordamerika-Referat bei der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, die Runde hier moderieren zu können und habe dazu drei hochqualifizierte Gäste. Zum einen zu meiner unmittelbaren Rechten Fritjof Schmidt, er ist Vize-Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und leitet den Arbeitskreis für internationale Angelegenheiten bei der Bundestagsfraktion. Fritjof Schmidt ist also eine der gewichtigsten Stimmen, was grüne Außenpolitik betrifft, und war auch Mitglied der Expertinnenkommission und mit dabei an der Erarbeitung des Papiers zur Außensicherheitspolitik, um das es heute gehen wird. Herzlich willkommen, Fritjof. Neben Fritjof Schmidt möchte ich Ulrike Göreau herzlich begrüßen vom European Council on Foreign Relations, eine Institution, die sich in den letzten Jahren ja einen sehr gewichtigen Namen, was europapolitische Debatten angeht, erarbeitet hat. Und Ulrike Göreau war aufgrund dieser Funktion und ihrer europapolitischen Expertise auch die Hauptautorin des Papiers zur Außen- und Sicherheitspolitik. Es war ja eine Gruppenarbeit, wo unterschiedliche Expertinnen und Experten mitgewirkt haben. Aber Ulrike Göreau hatte die Federführung. Keine ganz leichte Aufgabe, gerade in einem Feld wie der Außenpolitik, die sehr kontrovers diskutiert wird, auch im grünen und grünnahen Umfeld, ja, was unterschiedliche Punkte angeht. Und ich möchte Ulrike an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich danken, auch für die viele Arbeit und konstruktive Rolle bei der Leitung, inhaltlichen Leitung dieser Expertenkommissionsgruppe. Dankeschön, Ulrike. Und zuletzt freue ich mich sehr, dass Walter Stevens heute bei uns ist, um diese Diskussion mit uns zu führen. Denn er ist ein Mann aus der Praxis der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Als Direktor der Abteilung für Krisenprävention und Planung beim Europäischen Auswärtigen Dienst, also der noch relativ jungen europäischen Institution, die in der Außen- und Sicherheitspolitik eine ganz zentrale Rolle spielt. In dem Papier geht es unter anderem auch um die potenzielle zukünftige Rolle dieses Europäischen Auswärtigen Dienstes. Wir haben auch eine Bewertung vorgenommen, wie wir diesen Auswärtigen Dienst bislang sehen. Und ich freue mich sehr, dazu von Herrn Stevens auch noch mehr hören zu können, wie aus dieser Sicht unsere Empfehlungen bewertet wurden. Damit möchte ich es als Vorrede belassen und zunächst Ulrike Göreau bitten, das Papier vorzustellen und die Diskussion anzustoßen. Bitte schön. Ja, ich freue mich auch hier zu sein und dieses Papier vorzustellen, auch in Begleitung von Fritjof, von Annegret und von ein paar Mitwirkenden, die an diesem Papier geschrieben haben. Und ich würde Ihnen gern so ein bisschen erzählen, als erstes, welches unsere Schwierigkeiten bei dem Papier waren, damit Sie vielleicht ein besseres Gespür dafür bekommen, was das Produkt ist. Ja, oder vielleicht auch das Produkt messen und bewerten können an den Schwierigkeiten, die wir dabei hatten. Ja, also ich selber, wer den ICFA kennt, weiß vielleicht, dass wir ein Think Tank sind, der angetreten ist, die Macht der europäischen Außenpolitik zu analysieren, EU-China, EU-Russland, USA. Und wir haben dabei eigentlich einen sehr starken Multi-Actor-Approach und die EU muss stark sein und so weiter. Und ich bin so mit dieser Denke, und wir beklagen uns dann ständig darüber, dass die EU eben nicht so stark ist wie Russland oder China und so weiter. Und ich bin mit dieser Denke so ein bisschen in diese Arbeit gekommen, ja. Und habe mich dann mit anderen Gruppenmitgliedern schnell daran gestoßen, dass das ja so auch nicht darstellbar ist, ja, sondern dass die EU eben ein besonderes Spezifikum ist und einfach auch den Vergleich gar nicht standhält mit anderen Nationalstaaten. So. Und dann haben wir uns ein bisschen abgearbeitet aus dem, was man a priori als Schwäche ansehen kann, ja, nämlich dass die EU immer wieder eigentlich vielleicht es nicht so gut schafft, ihre Interessen zu vertreten, so wie wir das gerne hätten, also sozusagen mit der Faust auf den Tisch auch mal aufschlägt oder sich bei Libyen immer zerstreitet oder gegenüber den Russen nicht einheitlich auftritt und gegenüber den Chinesen auch nicht und dadurch immer wieder sozusagen Potenzial an Stärke und Potenzial auch an eigener Interessensverteidigung sich vergibt, weil wir nicht geeint sind, dass man das
versucht, eben umzudeuten in eine Position der Stärke. Wozu wir dann gekommen sind, ist, dass wir uns in den ersten Teilen dieses Papiers ziemlich viel mit dem Begriff der Macht beschäftigen und versucht haben zu fragen, was ist denn eigentlich Macht? Ja, und kann man Macht nur definieren auf internationaler Ebene in so einem Sinn von nationalstaatlicher Macht oder von klassischer nationalstaatlicher Macht? Oder können wir Netzwerkfunktionen, spezifische Funktionen, multilaterale Funktionen, Funktionen der Kooperation, können wir die thematisieren als Stärken der Europäischen Union, die die Europäische Union einbringt in das internationale System, die das Spezifikum, wir haben es ja am Anfang des Papiers Spezifikum der Europäischen Union genannt, und woraus sich heraus eine besondere Stärke der Europäischen Union ergibt, nämlich zum Beispiel Normenkontrolle, Rechtsstaatlichkeit, die Anerkennung von Normen im Binnenmarktbereich und so weiter, auf die sich die Welt sozusagen einstellt, ohne dass man mit einer Machtposition dahin geht. Uns ist das schwer gefallen. Ja, weil das natürlich auch so eine Art voluntaristische Bewertung ist, um zu sagen, im Grunde wird die EU das schaffen, wenn sie da nur weitermacht. Aber was uns am schwersten gefallen ist, ist dann die Frage zu klären, ist es halt wirklich Stärke oder vergibt sich die EU sogar diese Stärke? Nämlich, ich sag mal so, der Gutmensch im europäischen oder im internationalen System zu sein. Wir haben uns dann relativ abgearbeitet an unserer eigenen, wenn ich es mal so nennen darf, für die, die dabei waren in der Gruppe, an unserem eigenen Frustrationslevel. Ja, dass wir so über die letzten Jahre immer geguckt haben, wo sind denn eigentlich die Conclusions der EU Council und was sagt Frau Ashton immer und was müsste die EU machen, wie schön das immer alles klingt and the EU should and should and should, ja. Und wenn man dann eben mal so runterguckt, kann man relativ schnell sehen, dass Herr Berlusconi mit Herrn Gaddafi was anderes will, als Frau Ashton vielleicht in den Council Conclusions geschrieben hat und dass Herr Gaddafi, dass Herr Sarkozy Benghazi anerkennt, noch bevor der EU Council eine Position hat und so weiter und so fort. Ja, Sie sehen sehr schnell den Punkt, also dass die EU sozusagen immer unterhalb ihrer möglichen Möglichkeiten bleibt. Und natürlich hat uns das in diesem Kreis frustriert, denn wir sind ja, auf der anderen Seite sitzen wir ja alle, die wir das Papier geschrieben haben, auf so einer Art idealistischem Ticket und hätten einfach gerne, dass die EU da ihre Kräfte anders bündeln kann. So. Und aus diesem Spannungsverhältnis heraus haben wir halt versucht, das gesamte Papier runter zu deklinieren und haben gesagt, woran liegt denn das eigentlich, dass die EU-Außenpolitik in eben jenem Spannungsverhältnis steht, dass die deklaratorische Politik, also diese Agenda der Öffnung, wie wir es dann genannt haben, ja, für Freihandel, für Migration, für Offenheit, für transformative Politik im Osten und im Süden und so weiter, dass diese Agenda permanent sozusagen torpediert wird, im Grunde durch das nationale staatliche Element, weil natürlich die EU die Summe ihrer Mitgliedstaaten ist und weil die EU als EU, als Frau Ashton, nicht verhindern kann, dass Italien dies macht oder Frankreich jenes und so weiter und so fort. So. Und das strukturelle Defizit hier ist natürlich nicht aufzulösen. Ja? Und deswegen, wenn man dann die ganzen Kapitel dieses Papiers runtergeht, von Klima über Migration, über Peacekeeping, über was wir, welche Somalia, Piraten, was wir uns dann so als Fallbeispielen genommen haben, wird man ja, haben wir uns im Grunde an diesem Spannungsverhältnis entlang gearbeitet, Prinzipien der EU, Agenda der Öffnung, was ist die Realität und warum kann es nicht passieren? Ja, und im Grunde haben wir das Spannungsverhältnis eher ausgebreitet, als dass wir Lösungen anbieten können, beziehungsweise die intellektuelle Lösung bieten wir natürlich an, aber ob es eine politische Lösung ist, ist halt die andere Frage. Aber die intellektuelle Lösung ist natürlich, dass man über das nationalstaatliche Souveränitätsprinzip auch in der Außenpolitik nochmal ganz neu gegenüber den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nachdenken müsste. So lassen wir unser Kapitel enden in diesem Buch. Ob das im Bereich des politischen Möglichen ist, ist halt eine ganz andere Frage. Aber dass man sich das idealtypisch so wünschen könnte, das haben wir eben dargelegt. Und wir haben eben auch mit Blick auf Herrn Stevens versucht herauszuarbeiten, warum gerade der Europäische Diplomatische Dienst in diesem Spannungsverhältnis steht und durch dieses Spannungsverhältnis eben auch noch nicht so effizient sein kann, wie wir alle gerne hätten, dass er es ist, ja, weil es eben sozusagen eine additive EU-Botschaft in den ganzen Ländern ist, aber noch keine substituierende EU-Botschaft und weil die EU-Botschaften in China oder in Moskau eben noch nicht spiegeln, was sozusagen die Summe der Interessen ist, beziehungsweise die Koordinierung dieser Politiken noch nicht auf dieser Ebene stattfindet. Und allein die Tatsache, wie der Dienst angelegt ist, institutionell,
Karussell zwischen Kommission und Rat mit dem Doppelhut von Frau Ashton, der Arbeitsbelastung, die sich daraus für sie ergibt, zeigt ja schon, dass der EAD sich da auch sucht. Und deswegen haben wir in dem Kapitel über den Europäischen Diplomatischen Dienst eben auch Hoffnung gelegt auf die Review-Konferenz, wo wir wahrscheinlich einarbeiten können, was in den ersten 2 Jahren des EAD vielleicht auch ein bisschen schiefgelaufen ist, wo man nachbessern kann, wo man nachbessern muss. Und setzen da Hoffnung, dass das institutionelle Geflecht nochmal überarbeitet werden kann. So. Und ich glaube, zu den inhaltlichen Bereichen, den einzelnen Unterbereichen, an denen wir das festmachen, wie gesagt, eine Migration, Klima, Peacekeeping, würde ich jetzt inhaltlich gar nicht so gerne in der ersten Runde eingehen wollen, sondern das können wir vielleicht auch der Diskussion dann überlassen. Oder hier sitzen auch einzelne Experten, die für einzelne dieser Unterkapitel verantwortlich zeigen. Frithjof hat das Kapitel zu Klima gemacht, Annegret zu Peacekeeping. Was ich gerne als Schlusswort noch sagen würde, im Grunde ist das Papier etwas geworden, was man fast atypisch nennen kann für ein Design einer europäischen Außenpolitik. Weil wahrscheinlich, wenn Sie es lesen, ist der erste Reflex zu sagen, dass vieles fehlt, was Sie wahrscheinlich typischerweise erwartet hätten. Ja? EU und Amerika, EU und Russland, EU und Israel, EU und Afghanistan, Irak, Iran, also die ganzen Spannungsherde sozusagen dieser Welt regional runtergebrochen. Wo steht die EU, was macht sie? Ja? Und ich glaube, es ist wertvoll, hier Cora Publicum zu sagen, dass wir das diskutiert haben, aber wir haben es on choice nicht gemacht. Ja? Einerseits, weil wir nicht in dieses typische reinrutschen wollten, auch in diesen typischen regionalen Approach, weil wir uns auch nicht anmaßen wollten, dass wir sozusagen die Welt abbilden und wie die EU mit der Welt funktioniert. Sondern weil wir uns dann tatsächlich eben entschlossen haben, das zu machen, was wir glauben, hier vorzulegen, eher die Reflexion über die Macht, die Institution, den Souveränitätsbegriff und das Spezifikum der EU, wie wir es eben genannt haben, und daraus auch die Schwächen der EU abbilden, zugleich mit der Hoffnung, dass die EU ihre Schwächen wird überwinden können. Und als letztes Wort noch, das ist uns besonders schwer gefallen, diesen Ansatz durchzuhalten in den letzten Kapiteln, wo es um die EU und ihre strategischen Partnerschaften geht. Und wo Sie natürlich sehen, dass das, was wir da zu EU-China, EU-USA, EU-Russland geschrieben haben, verhältnismäßig kurz ist. Wahrscheinlich auch zu kurz, um das irgendwie sozusagen in irgendeiner Form der Vollständigkeit auch abbilden zu können. Aber es soll vielleicht auch das deutlich machen, dass sich die EU weniger definiert, als wir stehen zwischen EU und Moskau oder zwischen Amerika und Moskau und China und strategische Partnerschaften, sondern auch da nochmal sozusagen den multilateralen Beitrag der EU herauszuarbeiten und uns hineinzudenken in eine de facto neue Welt. Also auch die Tatsache, dass wir dem weniger Bedeutung beigemessen haben, soll eigentlich spiegeln, dass wir uns aus der Bretton Woods und der Kalten Kriegsordnung herauslösen und dass da sowohl die Chance wie auch die Problematik der EU-Außenpolitik von morgen liegt. Aber wir wollten uns eben nicht mehr, ich sag mal so, an der klassischen diplomatischen Agenda des letzten Jahrhunderts durchhangeln bei dem Draften dieses Papiers. Und jetzt freue ich mich wirklich, vielleicht wollen noch andere Kollegen, die in der Gruppe waren, was hinzufügen. Ansonsten freue ich mich wirklich auf eine spannende Diskussion und konstruktive Kritik. Vielen Dank, Ulrike. Vielleicht von meiner Seite aus noch 2, 3 Ergänzungen. Auch was wir sehr stark betont haben in diesem Papier, ist auch die Wertebezogenheit europäischer Außenpolitik. Das heißt, wegzukommen von einem stärker realpolitischen Machtbegriff und stattdessen darauf zu fokussieren, welche Rolle die Europäische Union bei der Gestaltung einer globalen Ordnungspolitik, einer multilateralen Gestaltung der Welt spielen kann und spielen muss. Auch weil wir gesagt haben, die EU kann sich nicht darauf beschränken, die Werte und Errungenschaften nach innen zu sichern, sondern dann läuft sie Gefahr, diese Werte und Errungenschaften nach innen auch zu verlieren, wenn sie nicht bereit ist, nach außen eine globale Agenda zu verfolgen. Und die Konsequenz daraus ist ja, wie du gesagt hast, dass wir einen sehr weiten Begriff von Außen- und Sicherheitspolitik haben, der sich auf viele Themen erstreckt. Wir haben Klimawandel mit einbezogen, Migration mit einbezogen. Themen, die man klassischerweise vielleicht nicht unbedingt mit Außen- und Sicherheitspolitik verbinden würde, weil wir es als eine Gesamtgestaltungsaufgabe für die Weltordnung im Prinzip betrachten. Und das auch der Vorschlag ist. In dem Zusammenhang jetzt dann die Frage, Frithjof Schmidt, an dich. Und ich muss dazu sagen, Frithjof Schmidt muss leider in einer halben Stunde, etwa 11:45 los, weil Thema Eurokrise, es eine dringende Sondersitzung der Bundestagsfraktion gibt zu den neuen Vorschlägen in Bezug auf die Gestaltung des Rettungsschirms. Hebel ist das Stichwort, ja. Insofern
möchte ich dir jetzt das Wort geben mit der Frage, wir haben jetzt viele Politikfelder in diesem Papier skizziert. Wie kann man denn überhaupt eine kohärente Außenpolitik in der Europäischen Union gestalten, die sich auf so viele Politikfelder bezieht? Das ist ja sicher keine leichte Aufgabe. Ja, ich denke, das ist die zentrale Frage. Nur noch eine kurze Bemerkung. Also es tut mir wirklich leid, dass ich die Veranstaltung vorher verlassen muss. Aber der Bundestag diskutiert heute, ich würde schon sagen, fast handstreichartig über den Rettungsschirm für den Euro EFSF. Und wir haben gestern Abend die erste Tranche der sogenannten Guidelines, wie das ausgestaltet werden soll, bekommen. Aber wir sind schon gestern darauf hingewiesen worden, dass da noch nicht drinsteht, wie man es machen will. Also die berühmten Fragen, wie man jetzt finanzpolitisch, technisch diesen Fonds hebeln will oder ähnliches, sondern dass wir das erst heute bekommen. Seit 11 Uhr gehen jetzt Texte, umfangreiche Texte, bei den Fraktionen ein. Ich persönlich habe zwei Mitarbeiter daran gesetzt, die für mich jetzt im Augenblick diese Texte lesen. Der Bundestag hat beschlossen, um 12.15 Uhr den gesamten Sitzungsbetrieb des Bundestages zu unterbrechen. Die Fraktionen treffen sich zu Sondersitzungen. Meine Fraktion, aber auch andere fordern, dass diese Fragen im Plenum des Bundestages diskutiert werden müssen. Noch heute oder morgen, weil am Sonntag ist ja der europäische Gipfel, wo Beschlüsse gefasst werden soll. Die Regierung will das bisher nicht. Also der gesamte Betrieb dort drüben im Bundeshaus wird umgekrempelt und deswegen müssen wir heute um 12.15 Uhr zu Sondersitzungen. Und da ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zusammen mit meinem Kollegen Fritz Kuhn für diese europäischen Fragen zuständig bin, muss ich da antreten und meine Fraktion auf den weiteren chaotischen Nachmittag der Europadiskussion vorbereiten. Insofern bin ich sozusagen im Europadienst und muss deswegen hier leider die Europadiskussion verlassen. Das tut mir leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Jetzt zu der Frage kohärente Außenpolitik, wie kann man das zusammenbekommen? Ein persönlicher Zugang, ich war von 2004 bis 2009 im Europäischen Parlament, war stellvertretender Vorsitzender vom Entwicklungsausschuss. Da haben wir Außenpolitik gegenüber 106 Ländern der Welt gemacht und zwar sehr wirkungsvoll, weil in der Entwicklungspolitik gibt es viel mehr Geld als in den Töpfen für Außenpolitik und das ist ein wichtiges außenpolitisches Instrument. Wir hatten aber natürlich auch noch eine Kommissarin für Außenpolitik und die Abstimmung in diesen Bereichen war nicht optimal. Und ich war außerdem noch im Handelsausschuss und da habe ich erlebt, wie richtig Außenpolitik gemacht wird. Außenwirtschaftspolitik mit Partnerschaftsabkommen und Freihandelsabkommen mit großen Ländern. Und da gibt es ja eine völlige Vergemeinschaftung der europäischen Politik. Also da ist wirkungsvoll, sehr, sehr wirkungsvoll Außenwirtschaftspolitik, aber natürlich auch Außenpolitik gemacht worden. Nur eine Kohärenz, also eine Abstimmung der Politik in der klassischen Außenpolitik, Außenkommissar, Kommissarin war das damals, Handelspolitik, Entwicklungspolitik, die hat es kaum gegeben. Zum Teil ist es gegeneinander gelaufen. Und das war auch die Diskussion, die wir natürlich geführt haben. Und wir haben eine Reihe von Ideen und Vorschlägen ja auch entwickelt, was man institutionell weiterentwickeln muss und ändern muss. Aber ich glaube, die zentrale Frage noch weit über die Institutionenfrage hinaus oder neben der Institutionenfrage ist eine inhaltliche Frage, nämlich die von klaren politischen Prioritäten. Und ich will das am Beispiel auch mal durchdeklinieren. Also wenn ich mir überlege, was sind die Pole von einer kohärenten Außenpolitik und dann haben wir das auch in allen Dokumenten europäischer Politik, dann ist das eine Wertorientierung, die ist genannt worden. Das ist auch der Anspruch. Ist aber manchmal auch so ein bisschen die Abteilung Wort zum Sonntag, Festtagsrede. Also Orientierung an Demokratie, an Menschenrechten und an nachhaltiger Entwicklung. In jedem Handelsabkommen steht das im Vorspann, in jeder anderen Vereinbarung, die gemacht wird, steht das im Vorspann als Maßstab. Und dann haben wir, die werden auch diskutiert und formuliert, handfeste Stabilitäts- und Sicherheitsinteressen. Wobei das ein weites Feld ist, wie man die definiert. Und dann gibt es noch massive Wirtschaftsinteressen. Und die drei Pole, man kann das sicherlich auch erweitern, aber das sind die für mich herausragenden, die müssen sich nicht widersprechen. Eine kohärente Politik sollte versuchen, sie in Einklang zu bringen und Synergieeffekte zu erzielen und sie aufeinander abzustimmen. Das geht im Prinzip. Aber sie können sich natürlich in der Praxis vehement widersprechen.
Oder es können Kohärenzentscheidungen getroffen werden, die falsch sind. Das Beispiel für mich ist die Politik, die bisherige Politik gegenüber dem arabischen Raum. Das Konzept der Mittelmeerunion, man kann nicht mal sagen, dass da nicht versucht worden ist, ein kohärentes Konzept zu entwickeln. Aber aus meiner Sicht ein kohärentes Konzept, was nach einer Werteordnung, die man haben sollte, von den Prioritäten her, eher auf dem Kopf gestanden hat. Die erste Priorität war ganz klar Stabilität. Stabilität und ein Sicherheitsinteresse, das definiert worden ist einmal, man darf islamistische Bewegungen nicht aufkommen lassen, Stabilität. Und das Zweite, ganz klar und sehr deutlich formuliert, Abschottung vor Zuwanderung durch mögliche Wanderungsbewegungen aus dem arabischen, nordafrikanischen Raum. Das war Priorität Nummer eins, unausgesprochen oder auch ausgesprochen. Je nachdem, mit wem man geredet hat, unausgesprochen oder ausgesprochen. Und Priorität zwei waren dann Wirtschaftsinteressen in zwei Kategorien, Öffnung für Exporte aus der Europäischen Union und Öffnung für Importe von Rohstoffen, soweit vorhanden, Öl beispielsweise. Das hat auch ganz klar die Politik geprägt. Und erst an dritter Stelle kam die Frage von Werten, also Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Förderung von Demokratie und Menschenrechten. Wenn man sich die Politik anguckt, stand das ganz klar hinten. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das war ein völlig inkohärentes Konzept, weil es in sich stimmig war, aber von meiner politischen Bewertung her kann man natürlich sagen, es war falsch und es hat vielleicht auch ein bisschen politischen Verrat an dem universellen Anspruch europäischer Werte und der erklärten Werte bedeutet. Denn was dabei rausgekommen ist, ist ja das Gegenteil von den Zielen einer wertorientierten Außenpolitik. Aber man kann auch nicht sagen, dass es aus Versehen oder völlig unbewusst oder einfach irgendwie so passiert ist, sondern da gab es handfeste Interessen, es gab handfeste Erklärungen und wenn man sich anguckt, wie die Mittelmeerunion geschaffen worden ist und wie Frankreich seine Interessen in dem Zusammenhang formuliert hat, dann war das eine klare Erklärung auch dieser Politik. Man konnte das wissen. Und jeder erinnert sich ja noch daran, wenn Gaddafi seine Zelte auf den Champs-Élysées aufgeschlagen hat. Das war alles kein Zufall. Da ist ja eine französische Ministerin deswegen zurückgetreten, weil sie gesagt hat, das ist aber eine Umkehrung der Werte in unserer französischen Außenpolitik, in der europäischen Außenpolitik hat Ramayade sozusagen den Bettel hingeschmissen. Also es gab auch Auseinandersetzungen um solche Fragen, aber nicht genug und man hat so ein bisschen auch den Mantel des Schweigens drüber gedeckt. Jetzt arbeitet die Europäische Union daran, das Ganze vom Kopf auf die Füße zu stellen, die Nachbarschaftspolitik zu reformieren und genau die Hierarchie oder die Prioritätensetzung, hoffe ich jedenfalls, umzukehren und eine Politik auch der Öffnung zu formulieren, also eine Öffnung der Märkte für Waren und Agrarprodukte aus den Bereichen, was man vorher in der Form nicht gemacht hat. Vielleicht, da gibt es viel Streit drüber, eine Öffnung der Arbeitsmärkte und wenn man so will, des Bildungssektors für Menschen aus der Region, das wäre jedenfalls geboten. Man sagt jetzt, wir wollen aus den Fehlern lernen, also in der Prioritätenliste kommt die Förderung demokratischer Strukturen und der Zivilgesellschaft, also Gewerkschaften, Parteien, NGOs, soll weiter nach vorne kommen. Zusammenarbeit soll gekoppelt werden an den Status der Demokratisierung. Das wird alles jetzt formuliert als Konzept. Finde ich sehr gut und sehr richtig. Die Frage ist, haben wir dann die Kraft, es politisch auch umzusetzen? Ein weiterer Gradmesser wird die Flüchtlingspolitik sein. Also schaffen wir es, einen Flüchtlingsschutz an den EU-Außengrenzen herzustellen, insbesondere im Mittelmeerraum. Und die Gretchenfrage, an der sich am Ende alles politisch entscheidet, ob das wieder eher Festtagsorientierung ist oder wirklich funktioniert, ist natürlich die Frage, gibt es denn jetzt weiterhin Partnerschaften mit autoritären Regimen, wo doch das Stabilitätsinteresse dominiert? Und da gibt es Parallelität der Ereignisse. Auf der einen Seite wird auf europäischer Ebene diese Veränderung der Prioritäten beschlossen, richtig, wie ich es eben beschrieben habe. Auf der anderen Seite fällt ein Land wie Deutschland die Entscheidung, wir liefern eine dreistellige Zahl von Panzern an das Regime in Saudi-Arabien mit dem Stabilitätsargument, Bedrohung durch den Iran und deswegen muss man das jetzt irgendwie machen. Das heißt,
eine solche Maßnahme konterkariert natürlich ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Umorientierung der Politik in diesen Feldern. Deswegen ist aus meiner Sicht das entscheidende Feld, wo wir die Diskussion darüber führen müssen. Wir müssen über die institutionelle Reform reden, aber sie ist Mittel zum Zweck. Im Zentrum muss die Frage stehen, wie können wir angemessene Prioritäten in der europäischen Politik setzen und den Anspruch, dass wir universelle Werte vertreten, da auch wirklich wahrhaftig umsetzen und ihn in der Prioritätenliste unserer Politik in der Praxis, nicht in der Theorie, den entsprechend angemessenen Platz einräumen. Das ist die politische Frage, das lässt sich jetzt auf andere Regionen leicht übertragen. Das kann man nicht nur am arabischen Raum durchexerzieren, das kann man in anderen Regionen, in Asien beispielsweise auch gut oder in Afrika generell. Man kann es auch auf andere Politikfelder übertragen, das will ich jetzt hier nicht tun, aber ich komme gerade aus einer Debatte des Deutschen Bundestages über die Frage Rohstoffpolitik, Rohstoffkooperation, Rohstoffpartnerschaften mit anderen Teilen der Welt. Wie sieht die Rohstoffstrategie der Europäischen Union aus? Wie sieht die Rohstoffstrategie der Bundesrepublik Deutschland aus? Ist ein klassisches Feld, an dem man diese Prioritätenfrage, wie ich sie hier beschrieben habe, durchexerzieren kann. Das ist aus meiner Sicht die politische Aufgabe, vor der wir stehen. Ganz herzlichen Dank. Daraus ergeben sich viele Fragen, auf die ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Nachdem ich aber erstmal Herrn Stevens herzlich einladen möchte, zum Europäischen Auswärtigen Dienst nochmal etwas zu sagen. Wir haben in dem Papier relativ große Hoffnung an den Europäischen Auswärtigen Dienst gerichtet, auch in der Frage zusätzlicher Kompetenzen in der Zukunft für den Auswärtigen Dienst. Und würde mich sehr freuen, aus der Praxis von Ihnen zu hören, wie Sie die Entwicklung im Auswärtigen Dienst einschätzen, welche Potenziale es für die Weiterentwicklung gibt. Und wenn Sie dann noch auf die Frage von Mehrheitsentscheidungen in der europäischen Außenpolitik eingehen könnten, wäre das ein zusätzlicher Bonus, über den ich mich sehr freuen würde. Denn das ist auch nochmal ein Punkt im Papier, der natürlich ein sehr heikler politischer Punkt ist. Müssen wir zu Mehrheitsentscheidungen in der Außensicherheitspolitik kommen, wo ich mich über Ihre Einsichten sehr freuen würde. Well, thank you. First of all, I'm very happy to be here. I find the debates here in the Hendrik Böll Foundation always very stimulating. But of course, your last question was a little bit a multi-million dollar question. I mean, on do we need a unanimity or majority vote? I know the answer to that, but the reality is maybe sometimes a little bit different than what we would wish for. I would like to offer a little bit a view from the inside, as you said, from the External Action Service. I have 10 minutes and I have 5 points with your if you allow me. The first one is what I would call a growing tension, a growing even discrepancy between what is needed, what the European Union is asked to do, what others ask the European Union to do, and the capabilities and the means. It has been said before, I mean, we are living here in a very new world, in a very challenging new environment, international environment, which is more complex, which is multipolar, which is with a lot of new players who do not always think the same and act, have not always the same approach as the European Union. There is the tendency that all certainty seem to have disappeared. So in this complex landscape, it becomes much harder to exercise power. It becomes much harder to exercise leadership, even for our American friends. Also, the security challenges are on the increase. I mean, in our southern neighborhood, Libya and Egypt, other countries, Africa, Afghanistan, old plagues are now coming back, like piracy, even in our immediate neighborhoods, in the Balkans and Kosovo, things seem not to be resolved themselves. So the demand for interventions from the European Union, but also from others, the demand for crisis management capacities, for a role, is increasing. Paradoxically, at the same time, we are all hit by the serious consequences of the financial crisis. And we feel that every day. To give you one concrete example, we know that Kosovo, for example, is a very important area for us to intervene for the policy, but also with crisis management instruments. We have an important mission there, 3,000 people on the ground, in order to help to rebuild the Kosovo state and build peace in the region. Well, we have to see, and everybody tells that it's important to do more in the north of Kosovo, north of the Ibar River. Well, we have to see that three member states have just withdrawn
their police units from that mission, which means that we cannot execute the mandate anymore like it is foreseen, which means that it will seriously attack the credibility of the mission. So that's a direct consequence of financial crisis, and it is attacking also the way in which we can address problems. What is the answer to that? I mean, the answer to that can only be what they call in military terms, pooling and sharing. I think we have to stick more together. We have to pool and share more our efforts. I think the, and I'm very much thrilled by the title of the conference also, solidarity and strength. I think solidarity is strength. If we stick together, we can be strong. If we are divided, we will be weak. Second thing we can do, and that brings me to the second point, is that maybe we have to use our instruments more wisely. We have to be more smart. And that brings me to the point that we, in fact, need, and I think the global understanding, everybody's understanding, is that we need much more a comprehensive approach in attacking the problems that surround us, in trying to help and build the European Union into a global actor that everybody wants it to be. A comprehensive approach, that means that you will line up, that you will combine, that you will mix the different instruments that you have, diplomacy, development, crisis management, into a coherent approach, into also in, as part of a wider strategy. It is clear that you cannot have peace, security, stability with, for example, military means alone. You will need also civilian means to rebuild the state, to help to rebuild the civil society. It has been clearly shown again, I mean, in our southern neighbourhood, in Libya, in Egypt, and other places. So we really need this comprehensive approach that puts together sort of a global multidisciplinary approach that brings together the different instruments that we have in the right mix, in the right combination, as part of a wider strategy. Call it the 3D, development, diplomacy, defence, although I don't like the third D, the defence, it is more security because it's also linked to the rule of law. And I think that comprehensive approach, that developing that comprehensive approach, is a challenge to all of us. It is easier said than done, but I think we need it. This brings me to the third point, and that is Lisbon and the External Action Service, on which you have asked me to say a few words. I think this is what I would call the beginning of a new opportunity. In fact, I mean, the Lisbon Treaty is all about developing more coherence, about more integrated approach, about a more comprehensive approach, making the European Union a more effective world player. As you know, I mean, it created the High Representative, who is also the Vice President of the Commission. It created the External Action Service. And in the External Action Service and the person of the High Representative, I mean, the different strands of our approach are in fact bound together. So there is a unique chance there to build something new and to address things also more smartly. Are we there yet? I would say no. Is the External Action Service already up to speed? I mean, it's almost impossible. We have been there for 9 months. The youngest diplomatic service in the European Union is 17 years old. There are others that are 300 and 400 years old. So, I mean, after 9 months, you cannot expect everybody to deliver. Of course, the expectations are very high. But, I mean, imagine in every corporation, even in the Hendrik Boel Foundation, I don't know, but in every big corporation where you want to introduce a change of this magnitude, I mean, it will take some time in order to materialize, in order to take place. The External Action Service is still very much eine Baustelle. We're still very much under construction. And it's quite amazing to see that we have to produce, because the ambitions are there, but also the needs are there. We have to produce. We are producing like they're still putting the carpets and the curtains and the telephone, and in the meantime you have to come up with notes and everything. That's a little bit the image that we have. But I have the impression, from the inside, also coming from the outside, because before I was the Belgian PSC ambassador, that things are improving, that people are working together. It's difficult, it's not easy, it's not evident, that's true, but there is a growing tendency to work together, to put the different strands together. And of course we have now the crisis management board, who is sitting together, bringing the different strands of our approach around the table, people from the Commission, from DEFCO, people from the Instrument of Stability, dealing with interventions, financial interventions, people from trade, people from the crisis management department, people from the geographical desk, diplomacy.
And we try to develop a common approach to crisis, to what we should do, to partnerships. It's a challenge. I know that maybe some people from Commission are not always all that keen, but there is a growing tendency together. And I think here also the crises that we have are a challenge, of course, but are also an opportunity, because they oblige people to work together, and they oblige people to transcend their normal approach, in which some said, you know, we will make a nice note. And no, now they have to be really on the ball, and I think that is what is happening for the moment in the External Action Service. Again, I mean, there is still a lot to do. We're only at the beginning, but I see a fundamental change. Fourthly, we have indeed a tendency in Europe to talk ourselves down. We all say, you know, Europe is too soft, Europe is too divided, Europe is too slow. And of course, that is true. That is true. There is much work that still needs to be done. We are a union of 27 member states. You asked the question about unanimity. Yes, of course. I mean, it would be easier when there would be a majority vote. That's clear. But the treaty is clear on that also. I mean, that foreign affairs, and it's a little bit understandable, because foreign affairs and defense, you know, they are part of this national sovereignty, and they're a little bit the last bulwark of national sovereignty. So member states are very keen of keeping part of that for themselves. But what do I see? I mean, even with this unanimity vote, where everything in foreign policy has to be decided by 27 member states unanimously, even with, you know, a lot of differences between member states, because, I mean, they have different geographical locations, they have, of course, different sensitivities, different views on security, different views on foreign policy, different views on the European Union. But even with all this unanimity, with all these differences, I mean, we can come to common decisions, sometimes very laboursome, but we come to good decisions. I gave the example of Kosovo. Well, 5 member states have not recognized Kosovo. And still, we have there a mission of 3,000 people on the ground. We have a policy towards Kosovo. We do things together. We try to rebuild the state. We do even executive functions in Kosovo. We exercise the judicial service. I mean, it's done by ULEX. So, okay, unanimity is certainly not making things easier, but it should not stop us from doing things. It has not stopped us in the past. It should not stop us in the future. Again, I mean, look at crisis management, the field what I am in. We have launched 24 missions worldwide over the last 10 years. 80,000 people have been sent into the field to protect refugees, to patrol sea lanes, to help to rebuild state structures, you name it. And these are not only military. Eh? There are some part only military. There are also many. In fact, the largest part are judges, are policemen, are border guards, are diplomats, are political advisors. And so, I mean, they make a difference in the field. And I think that we have done that, for example, in Aceh. We have done that again against piracy, where we have the lead. There's still a lot of work to be done. But unanimity does it make it complicated, but it has not stopped us in the future. My plea is, it should not stop us now. I wonder why it has been possible in, what was it, 2001, I think, that we have sent a mission to protect the people in Bunia, who were in Congo, who were under serious attack of armed groups. There was a solidarity among member states. We have not been able to do anything substantially in Libya, even not on some maritime surveillance, because we lacked the same solidarity. Fourth, and that's my last point, I hope I'm still within my 10 minutes, in order for the European Union to have really an impact on things, I think the first thing we should do is also put our own house in order. And then here, and also to continue to be a model of values, because these values are our soul, are our basis, are also the basis of the soft power that we have in the world. Putting our house in order, then, I mean, in the first instance, address the economic crisis, the financial stability of the Eurozone. And I'm glad to hear that some important decisions will hopefully be taken in the coming days. Also about economic governance and about the 2020 strategy. And I think, like I said before, I mean, I'm a little bit concerned by some tendencies in Europe that try to find easy answers to difficult questions, that sometimes tend to forget
what are the basic values in European Union when we talk about migration, when we talk about minorities. And that is not helpful. I think if Europe has been a model for all countries in terms of human rights, in terms of freedom, in terms of liberties, we should remain that. And if we forget, if we forsake our own values, then we will forsake our soul. So just to terminate, I think we should stick to our values, that is certain. We should also need more solidarity among member states. We in the Excellent Service are certainly ready to support that and to do everything what is possible to bind it together. In fact, what we need is we need more Europe. We need more engagement in Europe, because if we stick together, we will be strong. If we continue to be divided, then we will be weak. And I don't think there is an answer to the global challenges that are in front of us that individual member states can bring. I think the answer can be and must be more European, more global. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Herr Stevens. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bevor Friedhof Schmidt jetzt in den Bundestag geht, noch zwei Fragen kurz an dich zu stellen, Friedhof, mit denen wir auch in dem Papier gerungen haben und wo wir keine endgültigen Antworten darauf haben. Das eine ist die Frage der militärischen Kooperation in der Europäischen Union. Es wird auch im grünen Umfeld viel, schon lange diskutiert über die Frage, brauchen wir eine europäische Armee als höchste Stufe der Kooperation. Darüber haben wir auch in der Gruppe gestritten und letztlich, das werden Sie im Papier finden, Pro- und Kontrapositionen für diese Frage europäische Armee festgehalten, weil wir auch zu keinem abschließenden Ergebnis kamen und wir festgehalten haben, was sind denn die Argumente in die beiden Richtungen. Und würde dich gern fragen, Friedrich, wie du den Stand der Debatte, was das angeht, siehst. Und die andere Frage, die wir festgehalten haben, die ich gerade schon an Herrn Stevens gerichtet habe, ist ja die Frage von zunehmenden Mehrheitsentscheidungen der Außen- und Sicherheitspolitik, wo wir aber auch auf das Dilemma hinweisen, dass dies natürlich die Frage der demokratischen Legitimation von Außen- und Sicherheitspolitik auch stellt. Ein Dilemma, auf das wir auch keine finale Antwort haben und wo mich sehr interessieren würde, wie du das einschätzt, Mehrheitsentscheidungen der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, man kann die Fragen sogar vielleicht miteinander verbinden, weil ich glaube, also Mehrheitsentscheidungen, ich fange mal damit an, sind, glaube ich, richtig und nötig. Aber man muss sie natürlich klug staffeln nach der Bedeutung von Fragen für die einzelnen Mitgliedstaaten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir zu einer Kultur in der europäischen Außenpolitik kommen, wo das Gros der Fragen mit Mehrheit entschieden wird. Man kann auch Grundsatzfragen wie zum Beispiel, macht Europa eine Militärintervention in einem Land, per Mehrheit entscheiden. Das ist die eine Frage der politischen Entscheidung. Das muss aber nicht automatisch bedeuten, dass es eine Verpflichtung für jedes Mitgliedsland gibt, sich an allen Formen der Operation zu beteiligen. Das ist also ähnlich wie in der NATO. Da ist das ja auch so. Die NATO entscheidet, wir machen was. Das heißt aber keineswegs, dass jedes Mitglied der NATO sich an militärischen Operationen beteiligt. Und es gibt eine politische Seite und es gibt eine militärische Organisation. Und ich glaube, dass die europäische Außenpolitik sehr gut beraten wäre, diese differenzierten Formen zu entwickeln. Und deswegen Mehrheitsentscheidungen, das Prinzip der Mehrheitsentscheidung mit einer solchen Ausdifferenzierung bei schwierigen Fragen zu verbinden. Und wir haben ja auch bei anderen Problemen in Europa Traditionen der Möglichkeit des Opting-out, und auch das muss man prüfen, für welche Bereiche das in diesem Bereich sinnvoll ist, denn wir berühren hier natürlich die Kernfrage staatlicher Souveränität. Neben dem Haushaltsrecht ist das die zweite Kernfrage staatlicher Souveränität. Damit komme ich zu der Armeefrage. Man kann sich das denken, aber doch, also eine europäische Armee, aber das wäre doch immer der Endpunkt der Vollendung eines europäischen Bundesstaates, wo die nationalstaatlichen Souveränitäten weitestgehend dann auf Europa übertragen sind. Wir erleben die praktische Entwicklung im Augenblick andersherum, dass an der anderen großen Kernfrage staatlicher Souveränität, nämlich des Haushaltsrechts, wir jetzt die Vergemeinschaftungsdiskussion angesichts der Krise bekommen. Und natürlich kann man die Frage im militärischen Bereich auch stellen, aber es steht für mich am Ende einer ganz langen denkbaren Entwicklung. Bis dahin glaube ich, dass die Frage einer europäischen Armee, wenn man sie denn als Armee zentralisiert, unter einheitlicher Führung, mit einheitlichen Strukturen versteht, eigentlich, wenn man so will, vielleicht zu früh gestellt ist. De facto haben wir natürlich eine große
ein Verbund europäischer Armeen, der koordiniert wird, der sich koordinieren kann, aber der in Fragen zum Beispiel der nationalen Souveränität ganz unterschiedlich gehandhabt wird. In Deutschland haben wir einen Parlamentsvorbehalt, das ist mir auch sehr wichtig, dass deutsche Soldaten, deutsche Armeen nur nach Zustimmung des Bundestages eingesetzt werden. Und diese Zustimmung kann aus meiner Sicht nicht so ohne weiteres durch ein supranationales Gremium ersetzt werden, ohne dass man einen vollständigen, dann auch in anderen Fragen bundesstaatlichen Zusammenhang hätte. Solange man das nicht hat, finde ich die Frage für mich falsch gestellt. In Frankreich wird das Militär ganz anders eingesetzt. Da wird das Parlament nach 3 Monaten gefragt. Bis dahin entscheidet der Präsident. Die hätten mit bestimmten Lösungen kein Problem. Also da gibt es ganz unterschiedliche Fragen einer politischen Kultur. Deswegen glaube ich, in dem sicherheitspolitischen Bereich muss es eine Kooperation geben. Die liegt aus meiner Sicht aber weit unterhalb der Schwelle der Bildung einer einheitlichen Armee, sondern das ist die Frage ganz praktischer Kooperation auf europäischer Ebene. Und natürlich kann es da auch Elemente der Vergemeinschaftung geben. Wir haben deutsch-französische Brigaden oder mit Polen oder mit Dänemark. Und solche Dinge sind alles interessante, ich nenne es mal Experimentierfelder, aber im substanziellen Bereich sind wir da weit, weit weg von einer Vergemeinschaftung. Und nach meiner politischen Philosophie kann es nicht eine der ersten Etappen sein, sondern eine der letzten Etappen eines möglichen Bundesstaates. Ganz herzlichen Dank und damit möchten wir dich entlassen und alles, alles Gute wünschen für die wichtigen Entscheidungen, die anstehen für eure Diskussion. Danke, Herr Friede. Und ich möchte, anstatt es zu monopolisieren, schon zu diesem Zeitpunkt, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, es gerne öffnen und alle Fragen, Anmerkungen und Kommentare von Ihnen berücksichtigen. Es geht ja um ein weißes Feld, Außen- und Sicherheitspolitik. Bitte schön, wir haben noch ein Mikrofon hier, das können wir ja, oder wir machen es so. Ansonsten schnappen Sie sich auch einfach noch ein Mikrofon hier vorne, bitte. Hallo, mein Name ist Clemens Witte, ich bin Absolvent der Politikwissenschaften, Wirtschaftsrecht und Ostseeraumstudien und ich hatte mal eine organisatorische Frage eher eigentlich an Herrn Stevens und es geht darum, ob es Überlegungen gab, den europäischen, also diesen External Action Service für sozusagen zu öffnen, also dass man sozusagen die Leute direkt aus den Mitgliedsländern einwirbt und nicht, dass es sozusagen über die einzelnen nationalstaatlichen Dienste geht. Ja, das war alles. Vielen Dank. Ich habe aus dem Internet-Chat übrigens noch eine weitere Frage, auch eine sehr praktische Frage zum EAD und zwar, gibt es schon Länder, die angekündigt haben, dass sie in einzelnen Ländern keine Botschaften mehr unterhalten werden, wenn es gemeinsame Botschaften der Europäischen Union in den Ländern geben sollte. Also wirklich als Ersatz, wo es dann nicht noch eine zusätzliche Botschaft gibt, sondern als Ersatz, war noch eine Frage. Herr Preuß, bitteschön. Das Mikro kommt gleich zu Ihnen, wird gerade gebracht. Herr Preuß erst nochmal hier hinten. Ich habe eine Frage zu dem Thema Mehrheitsentscheidung Einstimmigkeit. Es gibt ja ein prominentes Beispiel, wo Einstimmigkeit vorgeschlagen und vorgeschrieben ist und dennoch dieses unterlaufen werden konnte, ohne dass es zu größeren Problemen gekommen ist, nämlich der UNO-Sicherheitsrat, der ebenfalls einstimmig entscheiden muss, jedenfalls einstimmig in Bezug auf die permanenten Mitglieder. Und es hat sich eingebürgert, das sogenannte Konsensusverfahren, sodass also Enthaltungen nicht als Widerspruch angesehen werden und auch Enthaltung als legitime Form sozusagen der etwas vageren Unterstützung angesehen werden. Meine Frage ist, wäre das nicht auch ein Schritt in Richtung auf eine flexiblere Beschlussfassung vor der Mehrheitsentscheidung, die wohl doch jedenfalls in zentralen Fragen schwer durchsetzbar und auch, wie wir gehört haben, möglicherweise gar nicht so leicht legitimierbar ist. Vielen Dank.
Ich würde sagen, wir sammeln noch ein bisschen. Bitte schön. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage, ich habe relativ schnell überflogen den Bericht in diesem Buch über die Außen- und Sicherheitspolitik. Vermisse dabei im Kapitel Klima, weil mich das jetzt als Thema neuerdings sehr interessiert, den Begriff Klimapolitik und Sicherheitspolitik. Es wird auch in diesem Kapitel hauptsächlich geredet über traditionelle klimapolitische Ziele. Die sind ja auch wichtig. Aber ich finde, dass der Klimawandel, so muss ich sagen, der Klimawandel und Sicherheitspolitik, dass das ein Bereich wäre, den nicht zuletzt die Grünen sehr offensiv besetzen können, um zu zeigen, was eben durch Klimawandel an Sicherheits-, an Unsicherheitsentwicklung passiert und wie man damit sozusagen bestimmte militärische oder Unsicherheitssituationen vielleicht besser beherrschen könnte. Und das Zweite, das hatte Fridtjof angedeutet, da wollte ich kurz drauf eingehen, wenn man sagt, the eating of the pudding, oder wie heißt das, is the proof of the pudding, dann muss man jetzt wirklich gucken, was mit den sogenannten Beteuerungen angesichts der arabischen Rebellion, wo wir jetzt alles ganz anders machen wollen, was mit den anderen Ländern passiert, die jetzt gerade noch im Schwunge sind. Und da möchte ich mal aufmerksam machen auf den Iran, nicht zuletzt, der aus dieser ganzen Debatte relativ stark rausfällt, weil er eben kein traditioneller oder eben kein arabischer Staat ist. Ich halte ihn aber für einen der wichtigsten Player da in dieser Region. Und da finde ich die Haltung zum Teil auch der Grünen und auch des Europaparlaments von Dialog und von Eingehen auf das Regime eigentlich falsch. Und ich finde, dass man dort stärker auf Isolierung setzen müsste, was das Regime selber angeht, und stärker sozusagen die grüne Revolution und das, was sich daraus dann leider nicht mehr ganz so stark, aber eben entwickelt hat, beachten müsste. Gibt es dazu Überlegungen auch innerhalb der Grünen und innerhalb der Debatte in eurem Grüppchen? Vielen Dank. Ganz herzlich die Frage. Ich möchte noch eine Frage gerne dazu nehmen und dann, ich weiß, erst noch Annegret Bendig, aber in der ersten Reihe hier vorne. Und dann machen wir eine Runde zusammen und dann geht's weiter. Annegret Bendig, bitte. Stevens. Ich hätte gern, also ich habe eine Frage an Sie, Herr Stevens. Und zwar, wir haben das Problem, dass wir nach der Osterweiterung mit 27 Mitgliedstaaten in einem einstimmigen Beschlussverfahren in der intergouvernementalen Zusammenarbeit in der GASP und GSVP arbeiten müssen. Wir haben das Prinzip der konstruktiven Enthaltung, was auch im Vertrag von Lissabon sozusagen festgeschrieben ist. Ich glaube aber, dass wir sozusagen eine Lösung finden müssen, wie wir diese Vetomöglichkeiten, die es in diesem Prinzip der Einstimmigkeit nun mal eben gibt und vorhanden sind, nochmal weiter sozusagen verfahrenstechnisch bearbeiten. Und da wäre eine Frage, wäre es nicht möglich, dass man noch mal stärker auf das Format der EU3 schaut. Also der Hintergrund ist der, dass schafft man es, einen einstimmigen Beschluss zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland herzustellen. Und die Libyen-Frage war dafür ein bestes Beispiel, wie Deutschland sozusagen sich hat auskehren lassen aus dieser Zusammenarbeit, aber es auch nicht versucht hat, in diese Zusammenarbeit reinzugehen. Also da wäre nochmal meine Frage, wären möglicherweise die EU3, so wie im Prinzip auch in der NATO wir das Quad-Format haben, ein Abstimmungsgremium, was man im Rahmen der 27 nochmal viel stärker in den Vordergrund stellen sollte und stärken müsste, um auch Deutschland sozusagen da nochmal stärker in diese starke bilaterale Kooperation einzubinden. Danke. Vielen Dank. Ulrike, erstmal an dich. Ja, ich überlasse das meiste Herrn Stevens, vor allen Dingen die ganzen Fragen zum EAD. Was ich gerne sagen würde, ist eher nochmal in Reaktion zu dem, was Fridtjof gesagt hat, diese Diskussion auch der Staatlichkeit. Ja, also eher nochmal so zurückkommen auf auch die problematischen Aspekte dieses Papiers. Ja, also es ist schon klar, dass wie immer man das runterbricht, ja, auch die Fragen nach europäischer Armee, Einstaat, Einstimmigkeit und so weiter, man kommt einfach an die Frage dieser sui generis Diskussion über Europastaatlichkeit oder nicht. Ja, und wie sich diese Form der Nichtstaatlichkeit, ist auch Ihre Frage, Herr Preuß, wie sich diese Form der de facto Nichtstaatlichkeit oder vielleicht noch Nichtstaatlichkeit, ja, dann auf die Entscheidung UN und so weiter auswirkt. Das ist, glaube ich, das muss man einfach problematisieren. Da gibt es keine Lösung. Ja, in vielen Fragen schwang so ein bisschen mit und das auch, was Herr Stevens gesagt hat, eben diese Diskrepanz zwischen what is needed and what can be delivered.
Ja, und da würde ich nochmal klar machen, das hat ja Schwang ja auch bei Friedhof ganz stark mit, dass unser Konzept eben, die Wortschöpfung stammt von Joscha Schmierer, aber dieses Konzept der Weltordnungspolitik war. Also dass die EU im Grunde versucht, den semantischen Quantensprung zu machen und zu sagen, eine globalisierte Welt braucht irgendwann mal, wenn wir uns aus der Denke des 20. Jahrhunderts herauslösen wollen, eine Art Weltordnungspolitik. Dass das so ein bisschen nach Utopia klingt und noch nicht morgen zu haben ist und jede Menge Fragen aufbricht, ist schon völlig klar. Aber zu sagen, kann die EU in einem so verstandenen Sinne der Akteur oder der Promoter einer Weltordnungspolitik sein, wobei wir dann eben bei genau den Fragen sind, die wir ja versucht haben, den Papier zu spiegeln oder das, was eben auch Herr Stevens gesagt hat, dass wir sagen, wie durchbrechen wir denn das Prinzip von klassischer Diplomatie. Es geht nämlich darum, wie wir morgen Development und Defense zusammen, also abbilden. Ja? Wir haben nicht mehr Defense hier und Development da. Oder Frieden ist der neue Begriff von Herrn Wicklung, wie Herr Töpfer das letztens gesagt hat. Ja? Dass wir sozusagen auch funktional in der Abbildung, wie wir Außenpolitik betreiben, zu anderen, ich sag mal fast auch Abteilungen und Ressorts kommen und Ressortneuschöpfung. Und ich glaube, die Debatte müssen wir führen. Und die Idee wäre ja, dass wir die relativ neue und funktionale Abbildung eines europäischen diplomatischen Dienstes, der ja zumindest partiell schon relativ neu ist in seiner Art und Weise, weil er das transzendieren wollte, so klassische Außenpolitik und regionale Ansätze, dass wir es eigentlich schaffen müssten, diese Neuartigkeit des EAD in Zukunft dann wiederum national abzubilden. Ja? Also wir haben ja auf der EU-Ebene jetzt fast schon geschafft, sozusagen Außenpolitik und Entwicklungspolitik zusammenzuführen durch die EAD und wie er strukturiert ist. Aber wir haben das noch nicht geschafft auf nationaler Ebene. Und wir müssen natürlich dann, wenn wir irgendwann mal darüber nachdenken, wie organisieren wir eigentlich die Kooperation zwischen dem EAD und den Nationalstaaten, dass wir diese Spiegelung auch hier runterbrechen und sagen, brauchen wir echt ein BMZ und ein Auswärtiges Amt? Oder können wir die auch mal zusammenführen? Macht das Sinn? Diese Fragen, ja? Einen strukturellen Punkt, der mir in vielen Fragen schien, würde ich auch gerne einfach so als, ich sag mal, Strukturierung der Debatte in den Raum werfen. Auch darüber gibt es keine, darauf gibt es keine Antworten, aber die richtige Problematisierung ist ja zumindest schon mal ein Teil der Antwort. Bei dieser Discrepancy between what is needed und reality, what can be delivered, an der wir uns in der Gruppe mit zunehmendem Frustrationslevel abgearbeitet haben, vor allen Dingen mit Blick auf Nordafrika, ja, die Frage wurde hier gestellt, dieses ewige Overpromising von dem, was die EU tun sollte, ja, should and overpromising, woran das eigentlich liegt, dass wir dann sozusagen das nicht mehr rückkoppeln können, vor allen Dingen nicht mehr mit nationalen Parlamenten. Das scheint mir wirklich der entscheidende Frage in der Zukunft zu sein, mit der wir irgendwie umgehen müssen, für die wir auch noch nicht gelöst haben. Aber die Tatsache, dass wir die Accountability, also die Legitimität der europäischen Außenpolitik noch nicht auf europäischer Ebene verantwortet haben, dass eben eine Libyen-Abstimmung halt hier noch durch den Deutschen Bundestag geht, ja oder nein, ja. Und diese Form, diese Frage der Legitimität, wo wir sie denn verantworten, in morgen, heute, in der Transition, und dass die Rückkopplung auch von einer sich überversprechenden Außenpolitik, die also Zusagen macht, wir nehmen jetzt 5000 Leute Lampedusa und dann sind die Italiener aber dagegen und wir Deutschen wollen die Flüchtlinge auch nicht und so weiter. Ja, aber die EU sichert halt zu, dass wir jetzt eben die Boat People aufnehmen. Also diese ständige Zerreißprobe zwischen der Legitimationsebene bei außenpolitischen Fragen, vor allen Dingen bei einer Agenda der Öffnung, ja, das scheint mir tatsächlich das eins der größten Probleme in der Zukunft und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und jetzt? Well, thank you. Maybe just a small remark first on the Arab Spring and what we can do. I mean, we can do a lot. We can do a lot. We have a lot of instruments that could be useful. I mean, on the development side, on the economic side, on the help in the security sector reform, diplomacy, whatever. But one of the basic things that we have said, and what also the societies there have asked, is that they very much own the process, that they very much are in the lead of the process. It's certainly true for Libya, and I must say they are extremely sensitive. And so where we are now heading to is to sort of an issue in which, for the moment, there are a lot of needs, but they don't ask. It's true for Egypt, for example, where we have offered help. It's true for Tunisia, where we have offered help, but they have said, okay, on the economic side, but on other sides, you know, we'll be in touch with you. And so we want to help them, for example, in restructuring their security sector, which is quite important after the previous regime,
Well, they hold off the boat. The Libyans, we have now in preparation, and the UN has exactly the same issue. The Libyans, you know, and the member states have high expectations. They want to do, they want to move forward. But the Libyans say now, both your assessment missions, as you know, we have been tasked to do the assessment mission on the border management, and the UN will do the assessment mission on everything which has to do with rule of law of police. We will take experts from both of us on board, and it's in request also of the Libyans, who said, you know, don't overflow us with too many delegations because we cannot cope with it. Just get your act together and come in a coordinated way. So that's why we have done this division of labor for the needs assessment. And we are ready. But the Libyans say, wait a little bit, you know, we have not our house yet in order. The key actors are not there yet. We are still busy. And so, I mean, there is a sort of a tension between what the European member states want and what the Libyans on the field will allow us to do. But again, there is a lot we can do. And I think we have also the possibility to do things differently, to have our instruments better working together. Yeah, let me start with the question on the unanimity. Of course, it's a big issue, but yeah, the treaty is what it is. And again, if member states want to change it, they will change it. There are a couple of elements in the treaty you mentioned about constructive objections, abstentions, and opt-outs. Well, yes, I mean, but that again, it's true, but it depends on member states. I mean, member states have been to be willing to opt out. If we talk about a European military headquarters, which is now on the table, and 26 member states say, okay, let's go ahead, and one says, I have a big problem. Can you go along with the discussion, with the thing? Difficult, especially if that member state is the United Kingdom. I'm not saying that 26 are in favor, I mean, but just to characterize it a little bit. The role of the E3, I think they play already a role. And we have to be careful that Europe is not going to be perceived as a sort of a Europe of the big member states. I think there are a lot of smaller member states that will be extremely sensitive to that. There is a practical role, there is a de facto role that is played by the big member states. I'm sure if Germany, France and the UK are sitting together and they make an agreement and they say, you know, this is the way it shall be, that it will certainly influence greatly the debate and the decision. Of course, they have to agree. And that's maybe sometimes another point. And we see sometimes changes in coalition the last couple of years, where the acts, for example, Germany, France is still there, but you see also growing cooperation, France, UK. And that complicates sometimes things. And of course, you can ask a question, E3, yes, what will say Italy? What will say Spain? So I see your point, but I think de facto the bigger member states take already up a leading role when they speak at the PSC, when they speak at Coreper. I mean, people listen carefully. But we have to be careful not to create a Europe of big member states. And also maybe in some fields, other member states are willing to move quicker than some of the big member states. So it has maybe some advantages, but also it has some dangers. The practical question on recruitment, as you know, the External Action Service, the plan was and is to integrate, first of all, the people from the Commission, former Commission people, and the Council people into one service, and to add to that one-third coming from member states. Indeed, the recruitment process is still that potential candidates have to go through their ministries of foreign affairs. They need a sort of a letter saying, you know, that they are supported by their member state. I think it will continue a little bit for a while like that, because yeah, the External Action Service would also some, you know, sort of a blessing for the candidates for member states that they get. And also, I think member states are in demand because they want to make sure that they're, although there are no official quota, but that their quota is filled in with the right people. So it's a little bit complicating, but that's the way it is. There is, of course, what we call also the national seconded experts. These are people who are paid by the member states, and they have some allowance by the External Action Service. But that's also a detachment in a certain way by the national member states. And they can come from sometimes other departments than foreign affairs. They can come from internal affairs or defense, for example, or others. Embassies, national embassies and European embassies. I don't know who asked that question. It was from the... That was the website, yes. Website, yeah. Yeah, I think there is we are not there yet, but there is, I think, and it would be logical also, there is, I think, a growing expectation
certainly by some member states, smaller member states, who cannot perform all tasks wherever in the world, who don't have that capacity, to rely on what Europe can do for them. That is also true in consular affairs. That's why also there are in the External Action Service and the Lisbon Treaty, some elements on, not the Lisbon Treaty, I mean the decision to create the External Action Service, also some elements on consular matters, although that is still to be worked out. But you see a tendency of secretaries of the national ministries of foreign affairs, and they meet regularly with the Secretary General of the EIS. And I think these meetings are very productive because there's a lot of things to discuss, how we will work together in each of the partner countries, in each of the countries where embassies are, how the relation is going to be, who is going to do what, if we cannot exchange information, if there has not to be sort of a common effort to make reports, why do we need 27 reports being sent to the national government, to the national capitals, instead of one big report, one common effort, especially if in certain states, faraway states, the number of representations are limited, so we need cooperation. And I think there's a growing demand for Europe to take up more functions. Of course, the European delegations, also like the External Action Service, are still under construction. We still lack a lot of people there. It were, of course, commission delegations. Now they are turned into political delegations, which is a completely different approach, policy, foreign policy. So you need the right people for that. That is also a process that is now ongoing. I think a lot has been done already, but much more needs to be done. I think that's basically the reply to the questions. Indeed. Thank you very much. Delia Villagrasa, bitte. Oops. Dankeschön. I find this a very interesting debate. Probably no other group touched so much about the self-understanding of Europe, or lack of it, for that matter, than your group. Is Europe going down the way of one common body which also represents itself to the outside as such, or are we continuing to muddle through a single member state with a corresponding less ability to influence external policies? That is a very, very obvious, I think, the big question, and the development of this crisis probably will determine how much external coherence we will see from Europe. I'm also coming from the climate and energy angle. So my question is, how do you see the going forward of a common external, not just climate positioning of the European Union in the United Nations negotiations, where that, while not perfect, kind of works, but also in the remit of the external energy policy, where at the moment there is still a very much divided approach by member states, which is very unhelpful to solve the climate question. So we have a clear dissonance between the two stated policy goals of the European Union there in their external approach to it. Vielen Dank. Direkt nebenan. Susanne Heinecke, Centre International de Formation Européenne. Ich habe eine Frage, die ist bei allen drei anfänglichen Referaten eigentlich aufgetaucht. Und zwar, Herr Schmidt hat so schön diese drei Prioritäten, die ja sehr einleuchtend sind, erläutert und wie die manchmal auch durcheinandergebracht werden. Es wurde auch erwähnt, dass es immer natürlich auch Reibungspunkte zwischen nationalen außenpolitischen Aktivitäten gibt und diesen Prioritäten, die dann auf europäischer Ebene in anderer Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden, was sicherlich nicht konstruktiv ist. Meine Frage geht in die Richtung, jenseits von tagesaktuellen Entscheidungen, wie oder mit welchem Erfolg und mit welcher perspektivischen institutionellen Entwicklung werden denn solche Prioritäten, also auch unterhalb dieser groben Ebene, Werte, Wirtschaftsinteressen, Stabilität, also etwas konkreter, auch länderspezifisch, Sie sagten, Frau Gero, wir maßen uns das hier nicht an, regionenspezifische Politiken aufzuzeichnen, die sich zudem auch noch in der Welt des letzten Jahrhunderts orientieren, aber in der konkreten Welt wird das ja notwendig. Ja, es gibt EU-Russland-Gipfel, da muss die EU irgendeine Meinung haben. Wie werden diese Prioritäten oder so mittelfristigen Ziele denn im Moment oder auch perspektivisch in der EU gefunden? Vielen Dank. Da habe ich noch eine Frage hier hinten in der Ecke, der Herr am Tisch. Das Mikrofon kommt gerade.
Jetzt, danke. Tomasz Krawczyk, Research Fellow am Natolin European Center Warschau. Es wundert mich doch sehr, dass sehr viele der Äußerungen doch durch Wunschdenken durchdrungen sind, wenn ich von einer kantischen Weltordnung höre oder auch von wertbezogener Diplomatie. Natürlich, vor allen Dingen ich als Pole freue mich, wenn ich wertbezogene Diplomatie höre, aber es ist mir klar, dass man, ich habe fast 3 Jahre im Präsidialamt gearbeitet und ich weiß, dass man eine Konkordanz zwischen wertbezogener Diplomatie und Realpolitik finden kann. Es gibt keine reelle wertbezogene Diplomatie, es ist nicht möglich. Dann, wenn ich dann von Nationalstaat höre, gestern hat Herr Bütikofer von einer Verfassungsänderung gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht, wenn wir über Nationalstaat und Souveränität sprechen, das Bundesverfassungsgericht und die ganze deutsche Staatslehre, eigentlich die größten Zahlen, es reicht ins Handbuch des Staatsrechts zu schauen, dass Deutschland sein Nationalstaatsprinzip nur in einem revolutionären Akt oder in einem Referendum ändern kann. Und jede Ebene ist, glaube ich, hier klar, dass Europa heute in Deutschland nicht zu verkaufen ist. Und es lässt sich an einem Beispiel ausmachen, am Europäischen Auswärtigen Dienst. Die deutschen Diplomaten sind nicht interessiert, schon von finanzieller Seite her, am Europäischen Auswärtigen Dienst teilzunehmen, weil es sich nicht vor allen Dingen für Botschafter, Botschafter gewesen sind, lohnt es sich nicht. Heute ist Deutschland vor allen Dingen im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik der größte Bremse. Daher wundert es mich, dass dieses Programm größtenteils doch durch Wunschdenken ausgemacht ist. Danke. Vielen Dank. Das reizt natürlich in der Tat. Und auch dafür danken wir für eine Reaktion erstmal von Ulrike Gero. Und eben, soweit es möglich ist, auch noch auf die anderen Punkte einzugehen. Bitte. Ja, jetzt wird es spannend, ne? Weil jetzt kommen wir natürlich sozusagen an der Frustrationsgrenze an, die ich ja schon öfter mal so in die Debatte geworfen habe. Ja, die erste Frage war One Common Body. Da will ich nur ganz schematisch dazu antworten. Also wann kommen wir auch da sozusagen im Denken hin? Um ehrlich zu sein, und eigentlich mischt sich das jetzt mit der letzten Frage, ja. Ich habe schon das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch da und der Wunsch ist Vater meiner Gedanken, aber wir kommen jetzt dahin. Oder andersrum formuliert, wenn wir jetzt nicht dahin kommen, geht es wahrscheinlich richtig schief. Ja, aber ich habe gerade, nur um mal den Punkt zu machen, Euro und Außenpolitik gehören zusammen. Und wenn wir jetzt in dieser Euro-Diskussion so ein paar Sachen durchstoßen, wie Vertragsänderung oder Fiskalität oder Financial Mechanisms oder eben Euro-Bonds oder eine Haftungsgemeinschaft oder ein paar Sachen, die uns im Sinne einer europäischen Legitimität ganz andere Sachen abverlangen werden, sollten wir sie denn machen und dazu jetzt den Mut haben oder sollten wir von den Märkten dazu gezwungen werden, es doch zu machen? Nolens, wohlens. Ja? So. Aber vielleicht passiert es ja dann doch. Dann glaube ich schon, dass wir einen Sprung in Staatlichkeit machen würden, der auch so Taxation und solche Sachen einpreisen würde, der uns für die europäische Außenpolitik zu nutzen kommt. Ja, weil wir dann dieser One-Body-Diskussion auf näher kommen würden. Ich sage nicht, dass es passiert, ich sage auch nicht, dass es möglich ist. Ja, aber ich sage, dass wir jetzt ein Window of Opportunities dafür haben, diese Debatte zu führen. Ich komme gerade 3 Tage aus Paris zurück. Ich glaube, dass das in Frankreich genauso ist. Und was ich sehe, ist, wir haben einerseits so eine Bottom-up-Tendenz, Europa zu diskutieren. Ja, also Europa Schluss mit Technokratie von oben und Administration und so, also Bottom-up. Dieses Bottom-up hat natürlich auch was mit der, ich sag mal, mit dem linken Argument in der Debatte zu tun, ja, Banken-Bailouten und so weiter, also Sozialeuropa und so. Und es hat was mit diesem Legitimationssprung zu tun, Bürger mitnehmen, ja. Und das ist jetzt alles, das liegt in der Brache da vor uns, ja. Und ich glaube, wir können das jetzt machen oder auch lassen. Ich gebe Ihnen recht, meine Frustrationsranze ist nach 20 Jahren Europaarbeit auch Oberlippe, Unterkante. Ja, aber dass das Window of Opportunity jetzt da ist, diese Debatte vielleicht radikaler zu führen, als wir es je getan haben, das würde ich schon in den Raum werfen wollen. Das ist dann wahrscheinlich eine Antwort auf Ihre Frage und auf Ihre. Und ich bin bei Ihnen. Der Akt, des, was Deutschland zur Party mitbringen müsste, ist, dass wir uns nach 146 neu rekonstituieren. Ja? Also, dass wir nachholen,
was wir 89 verpasst haben, weil wir zu feige waren, diese Debatte zu führen. Und dass wir jetzt sagen, eine Debatte in Deutschland führen bei den Wahlen 2013. Will dieses Land mehr Europa? Braucht dieses Land mehr Europa? Dass wir das positiv besetzen, ja oder nein? Dass wir aufzeichnen, was ist der Preis von Nicht-Europa oder von weniger Europa? Und dass wir dann hoffentlich diese Debatte gewinnen. Das stand übrigens auch schon der Zeit, ja, also vor 2 Wochen, Titelseite 146. August Winkler hat es in der internationalen Politik geschrieben. Ich will nicht sagen, dass die Debatte in der Breite der Bevölkerung angekommen ist, aber sie ist irgendwo da und wir könnten sie aufblättern. Und dann können wir vielleicht aus dem Wunschdenken doch ein bisschen revolutionäre Realität machen. Vielleicht ist das ein bisschen Antwort. Das ist dann auch, glaube ich, ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage. Die konkreten, wir alle in Afghanistan, wir alle Iran. Iran hat ganz gut funktioniert. Ja, also da bin ich auch bei Annegret, diese Quadriga. Iran ist das beste Beispiel, wo 3 Staaten angefangen haben, über die Kommission die anderen Länder eingeholt haben und wo wir in der gemeinsamen Positionierung als EU, glaube ich, richtig gepunktet haben, auch gegenüber Amerika. Ja. Gegenüber Russland, das ist sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen Ihre Frage und der Frage von unserem polnischen Diplomaten. Aber es ist völlig klar, dass die europäische Russland-Agenda von Deutschland dominiert ist. Ja? Und die Frage ist, wie kann sich Deutschland da so ein bisschen zurückrollen? Überhaupt, Libyen ist natürlich auch eine deutsche Agenda, die sich sozusagen auf Europa schädlich auswirkt. Und insofern kann man hier auch, ich will das durchaus problematisieren, wer ein paar Texte von mir gelesen hat, ich habe es ja auch problematisiert. Ja, aber dass Deutschland natürlich irgendwo im Moment so ein bisschen eigentlich auch der Hemmschuh Europas ist, wenn es jetzt nicht gerade mutieren würde, was ich glaube, was es gerade tut. Ja, aber dass es zumindest in den letzten Monaten gerade bei solchen Positionierungen sich ein bisschen überhalb des Systems platziert, wenn Sie verstehen, was ich meine, gerade bei EU-Russland oder so, kriegen Sie natürlich keine europäische Prioritätensetzung hin. Ja, und da gibt es schon, glaube ich, ein deutsches Problem in der EU, was, um das ganz kurz zu machen, das Problem des Hegemons ist und ob der Hegemon bereit ist, sich sozusagen kommunitär einbinden zu lassen oder ob der Hegemon immer so ein bisschen über dem System stehen möchte. Ja, zu der Klimapolitik nochmal zurück, ein Satz hier. Wir haben das versucht, in dem Papier ein bisschen deutlich zu machen, dass es bei all diesen Fragen Migration, Energie, Klima im Grunde um den Topic des 21. Jahrhunderts geht und der ist Global Wealth Distribution. Ja? Und es ist natürlich klar, dass wir so eine globale Wohlstandsverteilung haben, die sich im 21. Jahrhundert wird anders runterbrechen lassen müssen als im letzten Jahrhundert, wo wir de facto auch die normativen Instrumente der Weltregulierung hatten. Ja, also der Westen hatte ja Bretton Woods und IMF und Weltbank und so weiter. Das, Anführungsstriche, gehört uns ja nicht mehr in demselben Maße wie gestern. Ja, das heißt, diese Global Wealth Distribution Debatte, Klima, ja, wer bezahlt denn jetzt dafür, wer bezahlt für den Klimaschutz? Woran ist Kopenhagen gescheitert? Ja, dadurch, dass die Chinesen und Inder einpreisen wollen, dass sie jetzt auch erstmal Entwicklung aufholen dürfen und noch nicht an irgendwelchen Emission Trading teilnehmen und so weiter. Also es geht um Global Wealth Distribution, da geht es um ganz andere Fragen wie Demografie, 7% Weltbevölkerung der EU, welchen Ressourcenverbrauch können wir für uns einklagen oder einholen, ja, über welche Mittel, nur militärische und so weiter. Und ich glaube, die eigentliche Frage dabei ist wieder, wie lösen wir das für unsere Bevölkerung auf, ohne dass das daherkommt mit dieser Botschaft, für uns wird es weniger. Das ist ja das, was dahinter steht. Ja? Im Grunde müssen wir halt, die Frage ist erstens, wird es wirklich weniger für alle oder kann man das durch Produktivitätsfortschritte und durch andere Sachen auflösen? Ja, dass halt die Autos nicht mehr 10 Liter brauchen, sondern nur noch 2 und dann können die Chinesen auch ein paar mehr Autos fahren. Das ist so die, also durch Innovation, dass wir das auflösen. Ja. Und die andere Frage ist tatsächlich, wenn wir es nicht auflösen können, welche Debatte führen wir hier, ohne dass wir in Europa diese notwendigerweise in Populismus und Nationalismus endenden Debatten führen, die da lauten, für uns wird es enger. Ja. Und das ist tatsächlich mit einem Fragezeichen zu besetzen. Yes, maybe a few remarks. First of all, on priorities. Yeah, I think everybody needs priorities. That is true. I mean, it's true in national states. It is a complicated issue. When we talk about China, even nationally in Belgium or Germany, I mean, when we will receive the Dalai Lama, I mean, it will have some consequences on our relation with China. So, I mean, there is always a balance of priorities, that is true. And of course, on Europe with 27, it's even more complicated because there are the national priorities and the national topics that are high on the agenda of some of the member states. But
On the other hand, I mean, also if you're with 27, there are also sometimes good ideas coming up, and sometimes in balancing the approach of all of them brings out a new approach. And I've seen that very many times when I was presiding the PSC during the transition presidency of Belgium, that on difficult debates like on the Middle East, where you have some countries that are more, to make things simple, on the Israeli side and other more on the Palestinian side, well, you come out with an approach which is, in the end, very balanced and which is very good, which is welcomed by both parties, and that is bringing things at least a little bit forward for Europe. So it is, of course, a challenge, but it's also some opportunities. Of course, we will be obliged, I think, to think a little bit more about our priorities, because exactly we will have limited capacities and because member states have these budget cuts, so we will be to decide whether we will intervene in, I say something, Sahel, where there is a huge problem on drug trafficking, on human trafficking, now also with the fallout of the Libyan crisis, of people flowing into the Sahel with weapons and militias, Al-Qaeda of the Maghreb. So there is a need there to do something, and we have a Sahel strategy, for which we need money, for which we need also maybe instruments from the CSDP side. And, for example, our efforts in Afghanistan, I'm struck by member states to say, yeah, you know, we have a problem indeed in Sahel, but yeah, will we be able to do something about it, because we need our capacities in Afghanistan or we need our capacities somewhere else. So we will have to set out some priorities. And some say, you know, in order to determine that, we need again to rethink our European security strategy. There is the strategy of 2003 that was a little bit reworked in 2008, and some say, you know, we need a new update, because indeed if you need to set priorities, you need to do what are your objectives, your broad objectives, and then it's better indeed to calculate what kind of means you have, because you cannot make a strategy based on your capacities. You have to base your capacity, your strategy on the objectives, and then develop the necessary capacities to get there. Second remark, will we come out with one European Union, with one Europe, with one voice, with one approach? I must say I'm a little bit struck by the tendency everywhere in Rio, in many countries in Europe, to fall back to national positions, to national answers to global questions. Europe is a very much a living project. It is a work, of course, of vision, of courage, and I think people in the 50s have shown the way, Monet and others. They made a difference because they had an idea and they went for it, sometimes over a lot of objections from others. I think now we are again at a turning point, and we can create more Europe, or we can fall back into a sort of an intergovernmental Europe in which national states play a big role. I feel a little bit, you know, when things are getting rough, when there are difficulties, people have also in their personal lives the tendency of, you know, having a little bit retreating on themselves, going and sit in a corner. Well, the thing you should do is go out. I mean, if you have economic problems, you're not going to protect your market. You have to do more trade, because that will create... here, the same thing. I mean, we have to be courageous. Europe is also a work of every day, of courageous decisions of every day, small decisions, but of every day. And we have to know what we want. I think, like Ulrike said, I mean, this is also a window of opportunity. We are a little bit at a crossroads. And I'm a little bit struck sometimes by the way people take for granted, for all the young people, take for granted our security, our role in the world. I mean, if we talk to the Chinese, Brazilians, I mean, it's all very nice, but they have also their point of view, they have a lot of other interests. And so we have to be conscious that if we are not standing together, we will be weaker. We have a chance now to change that and to work together. I think we have to grasp that chance. Maybe one word also on the military aspects, because it has been mentioned before, European army and so on. Of course, that's a fantastic ideal. And we have, of course, already some military arm. 10 years ago, it was unthinkable. Now we have it. But I think to have the military also is important, because, of course, Europe is much about soft power. But you can have soft power, but if you don't have hard power, you will not have so much soft power. You need some, you know, arguments to convince. I can tell you, when Helga Schmidt, the policy director, is going to India or to China, or where Kat is going to China,
And she brings with her General Vanoche, who is the head of the military staff, or General Siren, the head of the military committee. Well, the Chinese appreciate that because they, for them, you know, military is a sign of power. So we have to take that into account for our role in the world. Ganz herzlichen Dank. Eva Quistler, bitte. Da hinten ist auch noch ein Mikro. Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete der Grünen und die letzten Jahre, das bezieht sich hier auf die Außenpolitik Nordafrika, bin mit der Zivilgesellschaft im Annalind-Netzwerk Nordafrika mit Frauen, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen aktiv. Und wahrscheinlich, da ich noch etwas länger als Ulrike mich mit den Idealen und der Realität der europäischen Politik beschäftige, gehöre ich inzwischen zur Realisten- und Skeptikerin-Fraktion. Also Skeptikerin nicht im Sinne weniger Europa, aber Skepsis bei den Modellentwicklungen, mehr Skepsis bei dem, was Steven angesprochen hat, wie weit die Finanzkrise sich jetzt schon auf den Kosovo-Dienst, also vor jeder anderen Erweiterung, jeder anderen Kriegsproblematik auswirkt. Und ich glaube nicht, dass wir mit einem sich demokratisch legitimierenden und auch noch an nationale Parlamente angebundenen Europa und europäischen Außenpolitik als Teil einem erweiterten Sicherheitsverständnis der Grünen, wo eben Klima-, Energiepolitik, Menschenrechtspolitik, eine andere Rohstoffpolitik, wie Fritjof sagte, dazugehören, dass wir da weiterkommen, wenn wir nicht etwas realistischer uns die politische Parteienlandschaft, die Medienlandschaft, in der sozusagen die Realität Europas, was bei den Bürgerinnen, aber auch bei einigen Facheliten ankommt, zur Kenntnis nehmen. Und ich, da es ja nun nicht sicher ist, wie in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren der europäische Sozialstaat so weiter vorhanden ist, gesichert wird durch diese Finanzkrise hindurch, glaube ich, dass man weniger über europäische, man nicht über europäische Werte reden sollte, wenn man nicht erwähnt, dass für einen Großteil der Bürger der europäische Sozialstaat, also das heißt auch Jobs, ein wirtschaftliches Stabilitäts- und ein soziales Stabilitätsgefühl zu den europäischen Werten dazugehören. Und wenn Sie nicht merken, dass das die sichere Voraussetzung dafür ist, um weiter Hilfsprogramme, Interventionsprogramme, Integrationsprogramme zu machen, wird Europa weiter in einer Krise bleiben. Darum würde ich gern fragen, wie seht ihr eigentlich in eurem Papier, was ich noch nicht kenne, das Verhältnis von diesem Wertediskurs, außenpolitischen Wertediskurs zu der Interessendebatte? Das Gute an der Formel Solidarität und Stärke ist ja, dass man immerhin mit dem Begriff Stärke zugibt, es gibt auch sowas wie Interessen, wenigstens nicht ganz unterzugehen und irgendwie zu existieren. Und ich finde, dass es den Grünen und der Böll-Stiftung gut anstehen würde, den Wertediskurs mehr mit dem Interessendiskurs, wobei zu Interessen eben nicht militärischer Kolonialismus gehört, aber zu den Interessen die Sicherung des Sozialstaats und auch die Sicherung der demokratischen Beteiligung gehört. Vielen Dank. Das ist die letzte Wortmeldung. Dann gut. Noch eine Wortmeldung hier und danach würde ich dann eine Abschlussrunde noch machen, damit wir rechtzeitig in die Mittagspause gehen. Bitte schön. Ja, danke. Thomas Linsenmeier, derzeit auch beim ICFA. Eine Frage, die sich vielleicht hier so ein bisschen anschließt an die Stichwörter auch Wunschdenken, Window of Opportunity und jetzt hier aber auch Finanzkrise und More Europe. Steht einfach die Frage, wie kann man heute denn vielleicht schon etwas vorausdenken, wenn man diese Situation sich heute anschaut, eben Finanzkrise und auch die möglichen Lösungen, die im Raum stehen oder was zumindest angedacht ist, was ja dann in die Richtung gehen könnte, More Europe. Wie könnte sich das von dem Finanzbereich, vom wirtschaftlichen Bereich dann eben auch in dem außenpolitischen Bereich und eben gerade für europäische Außenpolitik einfach auswirken? Vielen Dank. Herr Stevens, wollen Sie den Beginn auch noch mal Bezug zu nehmen auf das? For the moment, no. I maybe prefer to give you. I didn't okay. have any particular question. Bitte gern. Ich bin jetzt Spezialistin für Werte und Interessen, weil wir haben das sozusagen seit einem Jahr in dieser Arbeitsgruppe, sind wir immer wieder in dieser Dichotomie angekommen und haben uns immer wieder gesagt, nein, da wollen wir gar nicht rein. Ja, also das ist so die Falle, das eine gegen das andere auszuspielen. Und wir haben uns halt dann so krückenhaft damit geholfen, immer zu sagen, indem wir halt unsere Werte verteidigen, zum Beispiel eben auch Sozialstaat, komme ich gleich noch drauf, nützen wir unseren Interessen am besten. Dass das vielleicht eine intellektuelle Krücke ist, ist schon klar. Aber wir wollten aus dieser Dichotomie des Denkens einfach
raus, ja. Und es ist auch, glaube ich, richtig, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die USA anguckt, ja, dann haben die USA, hat man denen immer noch abgenommen, dass sie irgendwie so der noble Welthegemon sind und Weltpolizist, solange sie einfach eine wertegebundene Außenpolitik betrieben haben oder so zumindest, um es ein bisschen vorsichtiger zu sagen, die meisten hier geglaubt haben, es ist eine wertegebundene Außenpolitik, ja. In dem Moment, wo das gebrochen wurde, ja, Stichwort Irak, war das nicht mehr glaubwürdig. Ja? Das heißt, sie können eben auch ihre Interessen notwendigerweise auch militärisch eben nur dann vertreten, wenn man ihnen konzediert, dass sie damit Werte vertreten. Das hat de facto, haben das jetzt Großbritannien und Frankreich in Libyen zumindest so gemacht. Und selbst wenn da Öl ist, ist es zumindest im Diskurs als Unterbau, dass da ein Regime befreit wurde. Ja, und ich glaube, deswegen gehört das zusammen. Also da muss man, wir müssen wirklich aus dieser Dichotomie raus. Und ich glaube, wenn Deutschland da jetzt dabei gewesen wäre in Libyen, hätten wir das da mal geschafft, dass wir einfach internationale Verantwortung übernommen hätten als EU, schlagkräftig. Und dann hätten wir wahrscheinlich so einen Zweiklang gehabt, dass wir tatsächlich ein Regime abgeschafft haben. Und klar gibt es dann Interessen und klar haben wir dann, verteilen wir ein bisschen von dem Kuchen und irgendwie gehört das zusammen. So, mit dem Sozialstaat, glaube ich, muss man das Buch zusammendenken. Weil Daniela hat ja das Kapitel geschrieben zur Währungsunion und zum Sozialstaat. Also es gibt ja verschiedene Kapitel in dem Buch und es gibt also andere Kapitel, die den wirtschafts- und sozialstaatlichen Aspekt der Europäischen Union anders und besser beleuchten. Das war jetzt auf den 15 Seiten für uns nicht darstellbar, das auch noch zu machen. Ist aber interessant, dass das bei der ersten Diskussion, die ich über unser Kapitel letzte Woche hatte, auch schon durchgeschwungen ist. Ja. Und deswegen würde ich da gerne vielleicht den kurzen Satz machen. Ich glaube in der Tat, dass dieses sogenannte, die neue linke Diskussion, ja, dieses Charles Moore, what if I had to admit that the left got it right, dass das natürlich durch Europa befördert wurde. Also die Wahrheit ist schon, dass wir über den Maastrichter Vertrag Staat und Markt, die sich normalerweise in einem symmetrischen Verhältnis zueinander befinden, weil wir alle davon ausgehen, dass ein Staat den Markt regulierend eingreift. Ja, das ist hier ordnungspolitische Vorstellung, das ist in Frankreich, Italien, das ist originärstes europäisches Denken. Es ist übrigens nicht indisches Denken. Ja, hat der Staat überhaupt keine Verantwortung für seine Bürger. Aber in Europa gehört es zu unserem Kulturgut, dass wir Markt und Staat regulieren und dass der Staat in letzter Konsequenz irgendwo verantwortlich ist für seine Bürger. Das muss man teilen oder nicht, aber in Europa teilt man das meistens. Ja? Wenn das so ist, dann in der Tat haben wir mit Maastricht genau den Fehler gemacht, weil wir haben Währung und Wirtschaft auf die europäische Ebene gehoben, wir haben Sozialstaatlichkeit und marktregulierende Elemente zu einem großen Teil, auch steuerliche Regulierungselemente, auf einem großen Teil auf nationalstaatlicher Ebene belassen. Ja? Deswegen können ja auch Companies.com kann ja so shoppen, Text-Shopping machen und so und Dot-Worker kann das halt nicht. Ja? Und ich glaube, wir kriegen im Moment die Quittung dafür, ja, dass wir das 20 Jahre lang haben entgleisen lassen. Ja? Und die Antwort ist jetzt tatsächlich, was machen wir? Wir können jetzt also Währung und Wirtschaft wieder auf die nationale Ebene runterbringen oder zumindest wieder besser schützen national, ist die eine Antwort. Und die Antwort ist sozusagen in der Debatte, das sehen wir ja überall, Renationalisierung. Das andere ist, wir europäisieren verschiedene staatliche Elemente, darunter zum Beispiel Sozialpolitik und wir schaffen, Daniela hat das, glaube ich, in ihrem Papier vorgeschlagen, europäische Finanztransfermechanismen, zum Beispiel europäische Arbeitslosenversicherung. Das heißt, wir führen auch den sozialstaatlichen Diskurs oder noch abstrakter gesagt, die Regulierungselemente Markt und Staat de facto auf europäischer Ebene. Und das kommt wieder zu Ihrem Element, zu Ihrer Frage hier, Body und so weiter, auch zu der Frage von Ihnen. Das ist de facto die Anführungsstriche Staatlichkeitsdiskussion der Europäischen Union, der wir uns jetzt, glaube ich, in ganz anderer Form mal stellen sollten. Sonst haben wir ja vielleicht tatsächlich ein bisschen verspielt. Yes, maybe just two remarks. First, I think we might be entering a new paradigm. Yeah. Also on our continent. And I'm talking about security, because that's a field I know the best. When I listen to what Secretary Gates have said in NATO, and that seems to confirm itself from contacts I had, for example, in Wilton Park with many American friends, that the United States will probably not be able to do in the coming years what it has been done over the last decennia for Europe, security-wise. That puts, of course, a lot to onus on Europe to take care of its own defense. We have been, of course, been able to live under the
Save American umbrella. I'm not saying that they will not keep that umbrella anymore, but really, I mean, not only we are cutting down in our defense forces, also the Americans will have to cut down seriously in their defense. And of course, they have a little bit more grease, if I may say so, but they will have to cut. And I think what the Secretary said was clear and puts, of course, some responsibility on our shoulders. And it will be very high on the agenda. You always hear the European Union must take more care, must do more on capabilities, must bring up more efforts, either in NATO or in the European Union, but in any case, in Europe. So there is some responsibility on our shoulders also in that regard. Secondly, can we do things differently? Can we do things in a more comprehensive way? Let me give you one example in which the European Union, with some success, but also still a lot of challenges to come, is a little bit leading the way, I would say, and that is in the fight against piracy off the coast of Somalia in the Horn of Africa, where we have started with a military mission, Atalanta, in order to fight the symptoms, the pirates, not fight the pirates, because the only mandate we had was to escort the ships of the World Food Program in order to make sure that they would get safely to Somalia and bring the food aid, to escort also the ships to AMISOM, the force that is in Somalia, in order to help to get the situation stabilized. And then, of course, to also guard this international transit corridor where about 40,000 ships a year are passing, ships that are extremely important for the economies of East and West and North and South. And so we have done that with certain success because in this corridor there are almost no incidents taking place anymore. Of course, I mean, 40,000 ships is a lot, and some are a little bit impatient, so they take other routes, so they take unprotected routes. And then, of course, you get attacks. There's a responsibility there also for the private shipping companies. And piracy is certainly not going away. I mean, that drove out pirates much further in the Indian Ocean to the south also, with many more countries now getting involved because they feel the real problem of pirates. So that was fighting the symptoms. But we have said, you know, you cannot only fight the symptoms. There is a huge problem on land too, because there on land you have a huge reserve of potential pirates because of poverty, because of despair. So you have to do also something on the development side, try to help them. But of course, in a situation where the security is not guaranteed, how can you really develop sustainable projects in order to develop the country? So you need to do something about security. That's why I decided on a mission to train Somali security forces for the transitional government. The transitional government, which was not the best choice, but it was the only possible choice of some government in Somalia that could more or less be developing into a sort of a more stable government. And of course, there was AMISOM, that was 7,000 soldiers, I think. Well, the first thing to do was African Union expanded that to 11,000 or 12,000 soldiers. We, European Union, are paying the salaries. And so now we are also training in Uganda Somali security forces in order to supplement what AMISOM does and put the TFG in the position to increase the security and their control of the country. There have been some 1,800 soldiers already trained. We are entering now a new program where we train the commanders and also the trainers, train the trainers. We do that together with the Americans. We do that together with the Ugandese. We do that together with the African Union. We have put into place also accompanying factors that make sure, because there was a lot of fear that training soldiers was fantastic, giving them an army and a weapon, also fantastic. But afterwards, they could become better pirates or better Al-Shabaab fighters. So we've put in place some conditions on paying the salaries, on giving them clothes, on the command and control, on some barracks where they could stay. And they've been to battle. They've done well. The defection rate was only 10%. It's incredible. It's less than the first year in military school in Belgium. Other things also, we have to fight also the networks of the pirates. Financial networks, which means that there has to be a link between what you do in foreign policy, where we catch sometimes pirates, where we catch ships, and all these things, this information that we get can be useful in sort of a criminal investigation against those who organize these pirate networks, the financiers. But there is a link also with internal security, with the criminal investigation. So there we have also made some links to the criminal investigation.
And of course, there is the political element where we are pressing the parties, especially TFG, to do the right things. And now we're very happy that they signed a sort of a roadmap agreement with other parts of Somalia, Puntland, Galmadou, Somaliland, in order to work together. Because there are some capacities with whom, some people with whom we could work also in Puntland. So it is politics, it's diplomacy, it is security, it is development. And we're trying to put that in a strategy, which is now almost adopted, a security strategy for the Horn of Africa, which is a wider strategy, not only on piracy, but a wider strategy. And piracy, the fight against piracy is there. But it's the way we try to have an effect on that and also work together with other partners. China is very much interested to work together, the United States, Japan. And so we are becoming there also the lead in that struggle. Still, again, the piracy is not going away. I mean, it's even developing in sort of an endemic model, but that means indeed that we have to address it from a more comprehensive way. Thank you. Ganz herzlichen Dank für dieses Beispiel, denke ich, an dem auch nochmal gut deutlich wird, was die Herausforderungen sind, was Potenziale und auch Stärken der europäischen gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sind. Ich möchte ganz zuletzt noch einmal ein bisschen Wein auch gießen in das Wasser der Skepsis, was die EU-Außen- und Sicherheitspolitik angeht, das ja auch hier und da durchgeschieden hat. Und einfach nochmal einen Punkt betonen, den Ulrike Gero auch, was dieses Papier angeht, zu Recht herausgestellt hat, nämlich, dass wenn wir uns die EU anschauen vor der Folie eines Nationalstaats und bewerten und als Nationalstaat, was die Machtentfaltung der Europäischen Union, die Potenziale angeht, dann erscheint sie in mancher Hinsicht immer noch relativ schwach. Das mag sein, wenngleich wir auch von den Potenzialen heute gehört haben. Wenn wir uns die EU aber als ein Modell geteilter Souveränität anschauen, in einer Welt, in der Probleme, eine wachsende Zahl von Problemen nur noch transnational zu lösen sind und wir Modelle geteilter Souveränität benötigen, wenn wir uns die EU als solches anschauen, ist sie enorm stark. Und das haben wir gestern auch von Herrn Moravcik, auch von Herrn Trittin schon gehört gestern Abend, wie bedeutsam es in der heute vernetzten, globalisierten Welt ist, dass dieses Modell Erfolg hat und wie stark die EU eigentlich in dieser Hinsicht auch den Herausforderungen der Welt gegenüber gewappnet ist im Vergleich zu anderen transnationalen Institutionen, die ja gar nicht vergleichbar sind. In diesem positiven Sinn, mit diesem positiven Ausblick, möchte ich Sie in die Mittagspause entlassen und zuletzt Herrn Stevens auch nochmal darauf hinweisen, natürlich machen wir eine englische Übersetzung der Studie, die in wenigen Wochen fertig sein wird, um das europäische Publikum auch noch weiter zu erreichen und es nicht auf ein deutsches zu beschränken. Ich möchte mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken und auch bei den Übersetzern und guten Appetit wünschen.